Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu alayhi war einer von den Gelehrten von Sahaba. Er kam in einer Moschee, rein. Und er hat die Leute gesehen, die haben sich in Kreisen versammelt. Und einer ist im Kreis und die haben kleine Steine. Und die werfen die Steine und die sagen, sagt Subhanallah, sagt Alhamdulillah. Und die zählen mit Steinen. Abu Musa al-Ash'ari ging zu Abdullah bin Mas'ud. Er hat ihm gesagt, schau mal, ich habe was gesehen, was ich in meinem Herzen nicht akzeptieren könnte. Aber ich habe Gutes getan. Er sagt, was hast du gesehen? Er hat gesagt, ich habe Leute gesehen, die waren in Kreisen und eine sitzt drinnen und die haben Steine und die sagen, sag Subhanallah, sagt Alhamdulillah und die machen alle gemeinsam mit diesen Steinen und mit diesen Subhanallah, alle gemeinsam. Dann sagte er, hast du ihnen nicht gesagt, dass ich mich oder dass du dich von ihnen lossprichst und dass wir uns von dieser Handlung lossprechen? Hast du ihnen nicht gesagt, die sollen ihre Sünden aufzählen? Nämlich Allah subhanahu wa ta'ala wird ihre Hasanat, ihre guten Taten aufzählen für sie. Dann sagte er, nein, O Abu Abdurrahman, ich habe gewartet, was du sagst. Du hast mehr Wissen als ich. Deshalb will ich dein, von dir Wissen nehmen. Nicht wie bei uns. Jeder macht Fatwa direkt wie Rakete. Allah al-Musta'an. Dann ist Ibn Mas'ud zu ihnen selber gegangen. Der hat sich umgehüllt mit etwas, dass sie ihn nicht kennen. Und er ist gegangen und der hat gesehen, die machen das. Dann hat er aufgemacht und er hat gesagt, ich bin Ibn Mas'ud, der Gefährte vom Propheten, was tut ihr da? Warum seid ihr so schnell ins Verderben gegangen? Die Gefäße vom Propheten, die sind noch nicht gebrochen. Und seine Klamotten, die sind noch nicht verrotten. Und seine Gefährten sind da. Ihr macht die Tür, ihr seid besser in der Religion als der Prophet, oder ihr macht die Tür oder ihr haltet euch an etwas von irreführenden Sache. Dann haben sie gesagt, oh Vater von Abdurrahman, wir wollen nur das Gute haben. Der sagt, es gibt viele, die das Gute haben wollen, aber die erreichen das nicht. Das wäre unsere Absicht, ist gut, aber Absicht allein geht nicht. Und dann sagte derjenige, der diese Geschichte, barakallahu fikum, überliefert, der sagte, hättest du gesehen, als diese Leute gegen uns gekämpft haben in An-Nahrawan, die waren mit Khawarij geworden. Das hat angefangen klein und das hat geendet mit Kämpfen gegen die Sahaba und gegen die Muslime. Und so ist die Sache. In unserer Zeit ist so geworden. Wenn du sagst, Allah sagt, der Prophet sagt, das ist der Weg, die Leute wollen das nicht. Aber wenn irgendjemand etwas ihnen erzählt, dann wollen sie nehmen. Genau wie die Geschichte jetzt diese Fragen. 7 mal 5 minus 3 plus 10 Surat so plus Surat so Kapitel so, ich weiß nicht was. 2017. Der letzte Tag. Uff, jetzt sind wir 22. Wo ist der letzte Tag geblieben? Oder es gab vor 20 Jahren oder vielleicht weniger Leute aus Marokko, die gesagt haben, in ein paar Jahren wird Abdussalam Yassin der Khalif von allen Muslimen werden. Und Abdussalam Yassin ist gestorben. Und bis heute haben wir keinen Khalif für die Muslime. Ja, du bist der Khalif, der Neue. In Irreführung. Auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Wer klopft, bekommt eine Antwort. Khair, inshallah. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Oder der andere sagte, ich weiß nicht, was passiert 2010. Und die Kirche übrigens, seit Millennium, sagt die Kirche, das ist der letzte Tag, der jüngste Tag wird kommen. Wir sind 22 Jahre, Leute, was ist los? Vor 22 Jahren warten wir. Und es gab Gruppen in Afrika, die haben sich versammelt in Häusern und die haben Selbstmord begangen, weil die gedacht haben, dieses Jahr kommt der letzte Tag. Und das ist genau.
Das es gibt bei Christen, bei Juden, bei Muslimen, bei allen. Und was ist die Gemeinsamkeit dabei? Unwissenheit. Unwissenheit. Den richtigen Weg nicht kennen. Und dass man denkt, die Absicht ist wichtiger als Handlung. Bei unserer Religion, im Islam, ist so. Absicht muss gut sein und Handlung muss richtig sein, damit Allah von dir annimmt. Wenn eins davon fehlt, dann wird Allah von dir nicht annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.